nach Blisa Prime. Vielleicht finden wir ja dieses Phasenquarz. Also, wenn euer Mr. Zurkon, Zurki friedfertig ist, wieso hat er eine Kampfarena? Tja, Zurkis ist ein Familienunternehmen. Er betreibt den Gastropub und Miss Zurkon sponsert die Arena. Zurki Junior ist der charmante Arenasprecher. Das ist, nett. Yeah!
das Ende meiner trügerischen Strecke erreichen, ohne von deinem Ross zu fallen? Kommt unser Lammbach mit etwas Tödlicherem klar? Zum Beispiel mit den knochenschmelzenden Säuresümpfen von Sergas. Kannst du das Ende meiner trügerischen Strecke erreichen, ohne von deinem Ross zu fallen? Kommt unser Lammbach mit etwas Tödlicherem klar? Meiner trügerischen Strecke erreichen, ohne von deinem Ross zu fallen? Kommt unser Lammbach mit etwas Tödlicherem klar? Zum Beispiel mit den knochenschmelzenden Säuresümpfen von Sargasso? Soll Klein Zock und den Bitter einer Arena des Schreckens leiten, ohne die Dimensionen kontrollieren zu können? Auf einmal so still da hinten. Alles okay? Ich habe vielleicht nicht ganz korrekt dargelegt, wie schwer der Bau eines Dimensionators ist. Aber klar, wir wussten alle, dass es nicht leicht wird. Ja, aber Phasenquarz ist eins der seltensten Mineralien im Universum. Genau. Solltest du je einen Tunnel direkt zu deinen Gegnern graben? Mach deinen Traum wahr mit dem Bohrhund! Du. Sag mal, höre ich da etwa Donner? Regen? Nein, das ist der Blitz! Verbessere das böse Mädchen, um mehr Aufrüstungen zu erhalten. Wenn du das hier hörst und einen Moment oder zwei Zeit hast, Trudy könnte auf Sargasso deine Hilfe brauchen. Trudy? Sie ist eine Freundin. Hat wohl nichts mit der Rettung der Dimension zu tun, aber Mord fragt nicht, wenn's nicht wichtig ist. Es stimmt, ich war weg seit, ihr wisst schon wie lange. Also dachte ich, wir sollten mal wieder quatschen. Was habe ich so gemacht? Oh, nur mit meinen treuen Fans geplaudert. Meine tolle Landschaft genossen. Und herausgefunden, dass genau zwei freche Lombaxe überall herumrennen und versuchen, alles zu ruinieren. Also biete ich jedem ein Kopfgeld von 30 Millionen Nefarius Freiheitscoupons, der es schafft, mir diese pelzigen Ganoven zu bringen. Tot oder lebendig. Aber vorzugsweise lebendig.
damit ich noch etwas Spaß mit ihnen haben kann. Mein raffiniertes Spionagenetzwerk deutet an, dass sie sehr bald auf Blizzard und Savali sein werden. Also beeilt euch! Oh, wenn diese Lombaxe zuhören. Ihr sollt wissen, dass ich euch zu Staub zertreten werde. Dann werde ich diesen Staub in eine Sonne schicken. Und anschließend werde ich diese Sonne in ein... Toll. Ich bin auf 2 Nefarius-Abschusslisten. Und er weiß, wo wir hinwollen. Ich hab dich nicht vergessen, Trudy. Ich hoffe, Ratchet findet diesen Propheten bald. Phasenquarz, wir kommen. Ich habe ein gutes Gefühl. Auf Sargasso sagtest du, du hättest Ratchet den Dimensionator gegeben, damit er die anderen Lombaxe findet. Ich dachte nie, dass ich mal einen treffe. Oder unser Zuhause finde, wenn man es so nennen kann. Glaubst du wirklich, das geht? Nein. Nein? Nein! Wow! Was ist hier passiert? Ich weiß nicht genau. Also das war Bellrausch. Das Blison scheint Energie aus den Dimensionsspalten gespeichert zu haben. Wow! Noch eine Dimension. Ist das dein Blizzard? Nein, aber hier können wir intaktes Phasenquarz finden. Suchen wir die Bergleute. Einheimische Wesen entdeckt. Abriegelung eingeleitet. Anlage abgeriegelt. Oh, das heißt nichts Gutes. Kümmern wir uns zuerst um die giftigen Krabben. Ah. Was war das? Seismische Aktivität. Vielleicht aufgrund der bröckelnden Barrieren zwischen den Dimensionen. Ich habe befürchtet, dass du das sagst. Seite dieses Fensters, um die Abriegelung aufzuheben. Noch so ein Dimensionsding? Ja, die Instabilität nimmt zu. Bestimmt steht hier deshalb alles still. Komm mit Miss Turcon ins Geschäft! Um mehr Aufrüstungen zu erhalten. Guter Geschmack! Die besitzt du bereits. Nicht genug bestraft. Huh? Du
dämliches Universum! Kein Job, kein Phasenquarz, kein Planet. Was willst du noch, hä? Mein Verstand? Gut, von mir aus! Falls es hilft, ich habe entdeckt, dass es noch eine Dimension mit einem intakten Blizzard gibt. Noch intakt? Woher willst du? Natürlich! Das Blizzard! Wenn der Planet noch nicht zerstört wurde. Wer war das? Weißt du, wovon sie geredet hat? Sie muss überlebt haben. Was immer hier geschehen ist. Okay, wir brauchen noch ein Blizzard-Kristall. Vielleicht zuhört. Das können wir rausfinden, wenn wir das Phasenquarz haben. Geschafft! Und wie kriegen wir jetzt das Kap? Vielleicht lässt sich die Sperre zurücksetzen. Wo ist der Überbrückung? Aha! Geschafft! Abriegelung aufgehoben. Vielen Dank. Und noch einen sicheren, höllischen Tag auf Lisa. Also nie. Ah,
wir! Wen juckt's? Schnapp den Lombax! Ja, noch mehr Halsabschneider! Der absolute Elite-Abteilung! Die Halsabschneider! Sind vielleicht gut, aber wir sind noch besser. Ich hasse euch alle. Danke für die Hilfe, Bolz. Bin ich nicht gewöhnt. Wir müssen das Phasenquarz irgendwie abbauen. Vielleicht mit dem Riesenbohrer. Suchen wir jemanden, der uns hinführen kann. Bergbauzentrale. Vielleicht weiß hier jemand, wie wir zum Bohrer kommen. Die Chefingenieurin müsste hier ihre Messstation haben. Du weißt aber auch wirklich alles, hä? In der Tat. Zum Beispiel verbringt ein Bergarbeiter 72% seines Lebens unter Tage. Wow, echt jetzt? Nein, aber bevor du anfängst, dich mit mir zu langweilen? Diese Individuen sind wohl genauso verwirrt wie wir. Erdbeben, Abriegelungen, Interdimensionalspalten, nichts für ungut, aber wir brauchen den Bohrer. Beeilen wir uns. Was dem Blizzard meiner Dimension zugestoßen ist, könnte auch hier passieren. Individuen sind wohl genauso verwirrt wie wir. Erdbeben, Abriegelungen, Interdimensionalspalten, nichts für ungut, aber wir brauchen den Bohrer. Beeilen wir uns. Was dem Blizzard meiner Dimension zugestoßen ist, könnte auch hier passieren. Zu warnen, aber hört jemand auf mich? Nein! Warnen? Wovor? Eines Tages wird mir der ganze Honig im Nacken gehören.
Individuen sind wohl genauso verwirrt wie wir. Erdbeben, Abriegelungen, Interdimensionalspalten, nichts für ungut, aber wir brauchen den Bohrer. Beeilen wir uns. Was dem Blizzar meiner Dimension zugestoßen ist, könnte auch hier passieren. Wie schwer ist es, uns zuzuhören? Niemand hört mehr zu. Ja, gut gemacht. Keine offenen Zellen. Willst du schon gehen? Im interdimensionalen Chaos abgeriegelt. Ich glaube, wir sind fast an der Messstation. Hier ist alles viel farbenfroher dekoriert als in meiner Dimension. Bolts, konzentrier dich. Das tut mir leid. Hier sucht die Chefingenieurin. Mit diesem Sicherheitsaufzug gelangt ihr dorthin. Danke. Sieht aus, als würde sich der Dimensionsschaden verschlimmern. Irgendwie hübsch. Auf tödliche, furchtbare Weise. Da! Das muss die Chefingenieurin sein. Hallo? Kannst du das hören? Nein. Stimmen. Ich höre sie zwar noch nicht lange, aber wo das Lila ist, sind auch sie. Erst die Beben und das Blizzon, jetzt das. Ich höre gar nichts. Außer wie jemand fragt, ob ihr bald nach Phasenquarz bohrt. Nicht bevor ich weiß, was vor sich geht. Es könnte sein, dass es in der ganzen Förderstätte spukt. Darum sollen meine Wissenschaftsbots das Lila scannen. Und? Ich muss sie abholen. Sobald es sicher genug ist. Wozu warten? Ich suche die Bots und bringe sie sicher wieder hierher.
Diese Bots haben eine Nachricht aus deiner Dimension abgefangen. Vielleicht von der Person, die wir getroffen haben. Hoffentlich können wir so aufklären, was dort passiert ist und es hier verhindern. Auf geht's! Tut mir leid, dass du und Ratchet getrennt wurden. Ich hätte ahnen müssen, dass etwas schiefläuft. Der Dimensionator war einfach viel zu mächtig, um groß vorgeführt zu werden. Mit den Messstäben markierten Wegen gefolgt. Sie lauschen ganz sicher dem Lila. Die Häufigkeit und Stärke der Beben nehmen zu. War es zu viel verlangt, Phasenquarz zu finden, ohne uns mit Erdbeben und Lava herumschlagen zu müssen? Ich suche die Bots und bringe sie sicher wieder hierher. Diese Bots haben eine Nachricht aus deiner Dimension abgefangen. Vielleicht von der Person, die wir getroffen haben. Hoffentlich können wir so aufklären, was dort passiert ist und es hier verhindern. Test, Funktest. Die Bots wären den mit den Messstäben markierten Wegen gefolgt. Sie lauschen ganz sicher dem Lila.
wirklich sehr gefährlich. Das beschreibt so gut wie alles auf diesem Planeten. Das Forschungslabor. Wie ich Jim kenne, ist er dort. Jim? Oh, klar. Noch ein Bot. Bin dran. Vielleicht redet sie über die Sicherheitsprotokolle. Ich finde Bürokratie erdrückend. Nicht feindliche Entität. Hallo? Wollen wir beste Freunde sein? Nein. Du solltest zurück zur Chefingenieurin. Anfrage? Abgelehnt. Trauerlaute. Zurück zur Chefingenieurin. Oh. Hör auf zu jammern, Jim. Hoffentlich hat er interdimensionale Nachrichten abgefangen und nicht nur neue Freunde gesucht. Erkannt. Feindliche Entität. Hallo, wollen wir beste Freunde sein? Siehst du da drüben etwas? Das ist kein Kumpel. Das ist der Lombax. Yep, immer noch ich. Verdächtigst du jeden, dem du begegnest, für Imperator Nefarius zu arbeiten? Fast jeder, dem ich begegne, arbeitet für Imperator Nefarius. Ah, gutes Argument. Schilde legte.
Hier haben sich garantiert Spalten geöffnet. Da findet ihr die Bots definitiv. Man doch ankommen. Oh, der Kran hat den Kristall bewegt. So könnten wir dem Bot vielleicht einen Schritt näher kommen. Sich selbst. Danke. Bald können wir die Nachricht entschlüsseln. Das waren alle. Danke. Kommt zurück zur Messstation. Mal sehen, was die kleinen Bots von drüben abgefangen haben. Gefährliche Lebensform entdeckt. Sicherheitsabriegelung der Anlage eingeleitet. Keine Angst. Keine Angst. Ich habe das Sicherheitssystem programmiert. Unterzahl.
vor! Beste Freunde sein? Sicher? Freudenlaute! Im Namen der Freundschaft bringe ich dich zu unserem Phasenquarz-Förderbohrer. Wow, das sieht nicht gut aus! Diese Dimensionsanomalie ist identisch mit der auf Sargasso. Gut, das heißt, du kommst damit klar. Meine Warnung als bester Freund. Die Dimensionsintegrität könnte dem Bohrer geschadet haben. Was bedeutet das? Bester Freund, will ich dich nicht beunruhigen. Darum erläutere ich es jetzt nicht. Stattdessen spontane Musik. Ich genehmige keinen Bohrereinsatz, bevor die Rohrverstopfung beseitigt ist. Wollen wir nachher zum Karaoke? Magst du Karaoke, beste Freundin? Was du nicht magst, mag ich auch nicht. Bereit, noch ein Dimensionschaos zu beheben? Überlass das mir. Hier verlasse ich dich physisch, doch im Geiste niemals. Leb wohl, beste Freundin. Leb wohl, Jim.